So, lieber Alex, ich habe jetzt mal ein paar Fragen an dich. Und zwar die erste Frage ist, wie viele Einwohner hat denn Barcelona? Publikumsjoker. Publikumsjoker? Ja, ja. Ja, warte, wer ist hier gebildet? Nee, du musst fragen und dann schlägt jemand ja, okay, Hand. Wer, ja, kann mir hier jemand helfen aus dem Publikum? Vielleicht alle auf einmal. Keine Freunde. Tja. Egal, ja, nächste Frage. Wie viele haben die Joker? Joker ist weg, nächste Frage. Warte doch einfach. Ja, komm. Ja, ich hab's doch schon gesagt. 1,5. Sie hat gesagt 200.000. Ups. 1,5 Millionen. Okay. Also, ja, wollte ich auch sagen. Wir denken jetzt mal, dass die Marit recht hat. Hast du es gegoogelt? Nein, aber... Nächste Frage. 1,6 Millionen. 1,6 Millionen. Habe ich doch gesagt. 1,6 Millionen. Sehr gut. So, jetzt mal eine einfache Frage. Wir fahren ja nach Barcelona. Ja. Was erwartest du? Wo willst du hingehen? Und was möchtest du sehen? Mein Fokus liegt auf dem Essen. Okay. Ja, wir wollen die Stadt besichtigen. Wir haben ja unsere Reiseführerin Bibi dabei. Und ja, gibt's was Tolles zu essen und im Anschluss, ne? Barcelona in Valencia. Genau, freust du dich darauf? Ultra. Nee. Ja. Was ist dein Tipp? Wasser kassiert ein Tor. 4-1 Wasser. 4-1. Bibi, was ist dein Tipp? Also ich widerspreche der Alexandra und zwar glaube ich, dass Barcelona 2-0 wird. So, jetzt fragen wir mal die Cara, weil sie kennt sich sehr gut mit Fußball aus. Ich denke mal, Barcelona gewinnt 3-0. Okay, so jetzt nochmal Sophia. Wie viel spielt Barcelona heute? 2-0. 2-0 für Barcelona? Gut, dann werden wir das später wissen. Und ja. Messi trifft auf jeden Fall. Messi trifft, das denken wir alle. Und Ronaldo. Vielleicht nächstes Mal. Also Kathi, ich bin ja jetzt Kamerakind und ich habe natürlich beobachtet, dass du im Bus geschlafen hast. Ist denn das Training so? Genau. Ist denn das Training so anstrengend oder gibt es da einen anderen Grund zu? Ja gut, über diese Zweideutigkeit hier. Also ich würde sagen, wenn man halt hart trainiert, dann hat man sich so einen Mittagsschlaf auf jeden Fall verdient. Du hast glaube ich nicht geschlafen. Hast wahrscheinlich dann weniger gemacht. Gelernt und mich weitergebildet. Ja, wer es nötig hat, sollte das auch tun. Sehe ich auch. Ich habe den Schlaf mir einfach verdient und deswegen hat es einfach gut getan. Ja, Marit, wie findest du denn das Training bis jetzt und was sind deine Eindrücke? Ja, ganz toll. Also super Bedingungen, tolles Wetter, wie man hier sieht. Ja, man sieht es ganz kurz nur mal zeigen. Es regnet leider. Nein, Spaß beiseite. Wir haben super Rasenplätze hier. Gutes Hotel, gutes Essen, alles top. Und heute den freien Nachmittag, den Abend hier in Barcelona. Das klingen lassen. Genau. Ja, was habt ihr denn vor, heute zu machen? Ja, jetzt erstmal sind wir jetzt hier erstmal angekommen. Ich bin gerne spontan und müssen wir halt mal schauen, wie weit man hier kommt bei diesen hohen Bedingungen. Also das Wetter ist jetzt leider nicht so optimal, aber es hängt auch mal davon ab, mit welchen Leuten man unterwegs ist und da kann man am besten machen wir eine Zweiergruppe. Auf jeden Fall. Am besten gehe ich alleine. Ich empfehle es auch, ja. Ich werde schon einen tollen Nachmittag verbringen. Heute Abend wollte ich ins Stadion. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, der Rest der Mannschaft wollte da auch hin. Vielleicht sieht man sich ja. Tolles Spiel Barcelona gegen Valencia. Wie nochmal? Der FC Barcelona, ne? Barcelona. Ja. Gegen Valencia, es soll ein Pokalspiel sein. Muss mich da auch noch ein bisschen mehr informieren. Aber ich glaube, es wird ein ganz toller Abschluss. Und hast du dich schon ein bisschen beschäftigt mit der historischen Stadt Barcelona? Ja, gut, natürlich. Also ist halt auch wichtig, wenn man so in andere Länder kommt, dass man da auch sich informiert, wo man halt ist. Und deswegen habe ich mir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch herausgesucht. Ja, dann ich möchte alles noch nicht verraten. Du möchtest noch nicht verraten, wie sie heißen, oder? Das soll ja ein bisschen Überraschungseffekt sein. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar, wie vertreibt ihr denn euch sonst noch die Zeit, wenn ihr frei habt? Ja, ich bin ganz fleißig am Lernen und meistens, wenn ich rübersehe, entweder schlägt sie halt oder ist an ihrem Handy. Ich weiß nicht genau, Alex, mit wem sie schreibt, ob es da eine bestimmte Person gibt, ich weiß es nicht. Aber teilweise ist sie ganz durch den Wind, bleibt ab und zu im Bettlaken hängen und fällt hin, aber
Ja. Das wird natürlich nicht gesendet. Ja, nee, ja, sag mal jetzt, was du machst, komm. Okay, Klappe. Klappe. In meiner Freizeit, was mache ich da? Nein, hier in der Freizeit. In der Freizeit natürlich. Ja, gut, ich lese Bücher. Komm, jetzt mal wirklich ernst. Jetzt wirklich ernst. Ja, ja. Ja, ist okay. Sag mal so, wann haben wir Freizeit? Wir stehen morgens auf, ich gebe zum Training. Ohne Essen natürlich. Nach dem Training. Nein, ja gut, Frühstück, Essen, dann haben wir Training. Dann kommen wir zurück, duschen, dann gibt es meistens wieder Mittagessen, dann haben wir Mittagspause, da wird sich meistens ausgeruht, schlafen oder vielleicht müssen einfach nur im Bett ruhen. Und dann ist dann schon wieder das zweite Training abends, wenn wir dann frei haben. Entweder gibt es dann auch eine Behandlung beim Physio. Oder wir haben jetzt ein ganz tolles Spiel gespielt. Das nennt sich Crazy Words. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier schreit. Aber ja, das haben wir zum Beispiel gespielt. War sehr witzig. Ich habe leider nicht gewonnen. Aber das wundert mich jetzt nicht so. Nee, man kann auch nicht immer gewinnen. Und deswegen habe ich die anderen jetzt einfach mal gewinnen lassen. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel Freizeit. Okay, dann. Dankeschön für das Interview. Ich werde auf euch zurückkommen. Dankeschön. Bis bald. So, liebe Celine. Ich habe gehört, dass du hier schon mal warst. Kannst du denn uns über Sehenswürdigkeiten irgendwas sagen? Ja, es gibt hier eine große Kathedrale. Die wird aber schon seit mindestens 7 Jahren gebaut und ist immer noch nicht fertig. Dann gibt es einen sehr großen Marktplatz mit allem Obst. Ist da ein Dach drüber? Nee, das okay, dann gehen wir nicht dahin. Ja, und sonst halt so Aussichtspunkte. Und weißt du, was das hier ist? Irgendeine Kirche halt. Irgendeine Kirche. Ein Gebäude. Sehr und man schön. Man kann super shoppen natürlich. So, dann gehen wir mal weiter im schönen Regen, im schönen Barcelona. Servus. Hi, was geht? Am Film bei dir? Rechts. Oh, rechts. Geradeaus, geradeaus. Oh, das ist eine echt schöne Gasse. Liebe Maggie, was ist denn gerade unser Problem? Wir haben den besten Kaffee auf Erden, das ist vielleicht ganz egal, wo wir hingehen. So, vielleicht kann Bibi das mal ganz kurz erläutern, was gerade so schief läuft. Also, das Problem ist, dass wir zu viele Leute sind und alle... Das ist ja einfach nicht in ein scheiß Café fassen. In einen Café nur, ne? Ja, schneiden wir Ja, was sagt ihr dazu? Wo gehen wir jetzt hin? Wir sind leider sehr planlos. Kara. Ich denke, Kara weiß es. Ich würde einfach sagen, nimm das nächstbeste Café und machen es wieder rein. Wow. Ja. Ein Applaus! Ein Applaus! Das war die Aussage des Tages. Die Aussage des Tages. Ihr müsst die Tür offen lassen. Ach so. Aber da steht doch für Safety Close the Door. Sorry. Vamos a la playa. Also 500 Meter, da ist auf jeden Fall nicht da. Du kannst hier mal lange. Ja, ich dachte, wir gehen nicht zusammen. So, liebe Marit, wo sind wir denn hier gerade? Ja, im Herzen von Barcelona. Man sieht, es ist sehr regnerisch draußen. Gut, dass wir noch einen Platz bekommen haben in dem Kissladen, ja. In dem Restaurant, in dem schönen. Alle einen Salat bestellen? Natürlich. Ich hoffe, dass die Bestellung nicht ganz so lange dauert, ja. So wie die Bestellung, viel los. Der Vorgang gedauert hat. Anders als in Frankfurt. Und ja, wir sind alle hungrig. Und essen jetzt alle Burger, richtig? Essen jetzt alle Burger, genau. War ein Witz. Und natürlich. Alle gespannt auf den Burger. Ich freue mich auch. So, liebe Sally, wie schmeckt's denn? Also ich finde das hervorragend. Ich habe einen vegetarischen Burger. Ja, schmeckt sehr gut. Was ist da denn so drauf? Salat, Falafel, eine Tomate
Und der Burger. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Die Marit hat den gleichen und ich habe den Beef Burger. Und es schmeckt sehr gut. Das ist mal probiert und nicht damit. Laut Sally schmeckt es gut. So Leute, wo sind wir denn gerade hier? Natürlich bei Starbucks. Wir müssen ja wach bleiben für das Spiel. Beginnt ja erst um 9:30 Uhr. Und wo waren wir hier davor? Wir haben einen wunderschönen Platz gesehen. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wie der hieß. Ja, und dann machen wir ja was essen. Habt ihr im Video vorher schon gesehen. Aber in Ordnung, waren wir die einzigen Gäste. Die spanische Kultur ist hier etwas später ausgerichtet. Ja. Muss ja die Spanierin wissen. Und was haben wir dann gekauft, Kathi? Nein, okay. Dann Marit, was haben wir gekauft? Ach ja, da das Wetter ja so wundervoll war, waren unsere Socken leider durchnässt. Und dann haben wir uns kurzerhand dazu entschieden, ein paar Söckchen zu kaufen, ne? Ja. Und jetzt wärmen wir uns ein bisschen auf. Genau, ziehen wir uns noch schön warm an zum Stadion. Und wo geht's dann hin? Zum Stadion. Nein. Das seht ihr in der nächsten Stopp. Cut.